So, was haben wir denn hier? Wegen der Tierfreundschaft, der ist nicht sonderlich toll. Und Kleriker stecken. Der kann verkauft werden. Okay, dann hat noch jede Menge anderes Zeug. So, jetzt aber erst einmal Einstellungen runter. Ist was los? Lädt Immo hin. Legt einen Stufenaufstieg. Ein Fertigkeitspunkt. Kampfstil einhändig. Kriegt sie mal. Und sie kriegt auch Attribute. Hey. Ein zusätzlicher Zauber des sechsten Grades. Das ist schon mal sehr gut. Was ist denn das? Der Komet. Der Zauber stellt eine mächtige und bessere anwendbare Form des Meteoritenschwarms dar. Ein großer Meteor, der Komet, steht an der gewünschten Stelle auf und beschädigt alle Feinde entlang seiner Flugbahn. Durch den Aufschlag entsteht eine mächtige Schockwelle, die alle Feinde zu Boden wirft. Jeder, der zu Boden geworfen wird, muss einen Rettungswurf gegen Lähmung bestehen oder er ist für 1 W4 Runden betäubt. Der Komet richtet 10 W10 Schadenspunkte an. Der Zauber fügt den eigenen Gruppenmitgliedern keinen Schaden zu. Boah. Verbesserte Beschleunigung. Verbesserte Beschleunigung sorgt dafür, dass der Magier nicht mehr zwischen dem Wirken zweier Zauber eine Pause einlegen muss. Das heißt, er kann Zauber direkt hintereinander wirken. Die Wirkungsdauer der verbesserten Beschleunigung beträgt 2 Runden. Also, nee, erstmal will ich mehr Zauber. Drachenodem. Speziell der Zauber lässt den Kopf des roten Drachen erscheinen. Dieser speit mit der Stärke eines erwachsenen roten Drachenfeuers. Also im Wirkungsbereich erleidet durch die enorme Feuersbrunst 20 wie 10 Schadenspunkte. Außerdem wirft die Wucht des Drachenodems Gegner vor den Füßen und treibt sie vom Zauberer weg. Ihm der Opfer steht ein Rettungswurf zu. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf erleidet man nur halben Schaden und wird nicht umgeworfen. Der Zauber fügt den eigenen Gruppenmitgliedern keinen Schaden zu. Ne, da finde ich den Komet doch nützlicher. Später jedenfalls. So, wo habe ich neue Zauber? Stufe 6. Hey, Meteoritenschwarm. Und hallo, Zeitstopp. Nee, Zeitstopp klingt besser. Freiheit, ja, wenn irgendwas einkerkern würde, dann wäre Freiheit nicht schlecht. So, Zauber des sechsten Grades. Verbesserte Hast. Unsichtbarer Pirscher. Ja, ist nur ein bisschen verärgert darüber, dass es einem Sterblichen dienen muss. Das ist toll. Kugelblitz. Diese springen auf alle Fälle im Wirkungsbereich über und fügen elektrischen Zahn zu. Ja, das nehme ich nochmal. Sollte ich öfter mal benutzen. So. Nihali hat ihr Versprechen erfüllt. Habe ich erledigte Aufgaben? Das Problem kommen hier? Nö. Nihali hat ihr Versprechen erfüllt, dass sie ihr Herz zurückerhielt, hatte jedoch andere Konsequenzen für sie, als sie wohl ausmalte. Egal, Yagashura ist aus Herz ist ausgelöscht worden. Ich hoffe, dass der Riese dadurch geschwächt wurde. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Ich muss zu dem Lager der Armee reisen, die Saradush belagert, und gegen Yagashura selbst antreten. Ich warte. Also nochmal. Hierhin. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Hast du neue Rezepte, Kespina? Oh, muss eure Ja. Oh, Ja, Rächer. okay.
Ja, das... Viel Schrott hier drin. Braucht so einen Schrotthändler. Stirnreif von Nessarin. Ich gucke weiter, aber langsam... Nichts. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Und ja, scheinbar gehen Sachen, die in... im Beutel sind, wohl doch nicht. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass ich noch was mit dem Unsichtbarkeitsring anfangen könnte. Ja, wie gesagt, ich muss mal nach der Rezeptliste gucken. Fest bin ich stolz. Ja. Okay. Ah, der sicher. Ja. Viel Schrott hier drin. Braucht so einen Schrotthändler. Mal sehen. Ja, Stirnreif, okay. Ich gucke weiter. Nichts. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Ja, auch gut. Ich warte. Nun gut. Ja. Bring mich aus Saradush heraus. Gut. Was möchtet ihr? Ziel nicht erreichbar, Saradush. Ja, dann heißt es jetzt ins Armeelager. Als ihr in der Lichtung ankommt, fällt euch sofort die Rauchwolke über dem nahegelegenen Saradush auf. Die Mauern sind an mehreren Stellen zerstört und die Stadt wurde von den Invasoren völlig verwüstet. Überall liegen die Leichen von Soldaten. Der Geruch des Todes hängt schwer in der Luft. Die Schreie von Unschuldigen, die verzweifelt versuchen zu fliehen, dringen noch immer zu euch herüber. Yagashura und seine Armee könnt ihr zumindest von hier aus nicht sehen. Erzählt mir mehr davon. Ja, irgendwie sind wir ein bisschen zu spät, auch wenn wir schon hier waren eigentlich. Heißt es, ich bin im neuen Kapitel? Nö, ich bin immer noch in 8. Auf meiner Klinge steht, steht euer Name. Da ist die Beibrufer, das heißt, sie hält sich in der Stadt auf. Erwischt! Ja. Also ja. Schnappt sie euch, es gibt eine Belohnung. Yagashuras Armee stimmt auf euch zu. Sie wird von dem riesigen Kind Baals persönlich angeführt. Und euch wird bewusst, dass ihr Yagashura töten müsst, wenn ihr sie aufhalten wollt. Wenn ihr nicht rasch hilft, wird eure Stellung überrannt werden. Ich war ihr seht Yagashura westlich der Brücke, okay. Da. Eine ganz schöne Enttäuschung bereitet worden. Ich habe unsere Anstrengungen verdoppelt, diese nutzlose Stadt zu zerquetschen, als ich gehört habe, dass ihr euch in der Stadt aufhaltet. Ihr sogenannter Schrecken der Schwertküste. Und alles nur, um feststellen zu müssen, dass ihr verschwunden wart. Ja. Ich dachte schon, ich müsste mich damit zufrieden geben, die schwächliche Wahlbrut in der Stadt abzuschlachten, ohne auf euch zu treffen.
Aber da seid ihr ja. Ich hätte der Erste sein sollen. Mich hätte man gleich auf euch ansetzen sollen. Aber jetzt werde ich es allen beweisen. Gaga Shura wird noch viel größer und mächtiger werden. Ja, von wegen. Spür die Straßenpress! Nein, nein. Das kann nicht sein. Ich bin verletzt. Ja. Gaga Shura kann nicht besiegt werden. Männer, zerstört sie! Reißt ihnen die Herzen aus der Brust! Ich will sie leiden sehen! Wer, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse! Auf Recht und Ehre! Nächstes Mal! Zeit oft verstanden. Okay, Gaga Shura ist geflohen. Oh, und ich weiß, was ich verpasst habe, warum das so einfach war. Ich warte. Da ist er ja schon wieder. Schön. Ihr habt mich geschwächt. Ihr und diese verfluchte Hexe. Ich wusste es. Egal. Gaga Shura wird euch dennoch besiegen. Ihr müsst mir rasch helfen. Ich brauche Heilung. Okay, ich muss den Autosave laden. Auch gut. Ich warte. Keine große Herausforderung. Zum Armeelager. Das kennen wir alles schon. Ja? Ja? Ja. Wir sind alles am Helfen. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der die ganzen Dieren Welt. Der Natur ist bereit. So, Schutz vor dem Bösen könnte noch helfen. Was kann ich tun? Bacchium, auf meiner Kopf. So, dann rennen wir gleich mal über die Brücke, bevor noch mehr spawnt. Spürt die Hand der Gerechtigkeit. Hier sind alle Sandhelden. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ihr habt mir ein Licht. Ich hätte der Erste sein sollen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Es blutet. Okay. Okay. Gaga Shura verstanden. Kann nicht besiegt werden. Männer zerstört sie. Meine Klinge. Reißt ihnen die Herzen aus der Brust. Ich will sie leiden sehen. Solange keine Feuerriesen spawnen, ist alles okay. Euer Name. Ich warte schon erschwächt. Sie da nämlich. Bereit. Jawohl. Wir ihr zeigt mir, wo ihr müsst. Okay, das war Minsk. Ja, das könnte sehr, sehr schön schwierig werden. Keine große Herausforderung. Das Problem ist ja immer so, ist ja gerade solange Gaga Shura lebt, spawnt immer wieder neues Viehzeug. Ja? Ja? Ich warte. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage. Ich warte auf euren Befehl. Ja, ich muss wirklich mehr Unterstützung und so herbeizaubern. Und solche Sachen benutzen. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Folgt nur.
Manus, Potentis. Auf meiner Klinge steht euer Name. Hm. Nun gut. Nächstes Mal. Weil ich brauche alle Unterstützung, die ich kriegen kann. Stille, Kreatur, und nähre die Erde. Ihr habt es so gewollt. Ich hätte der Erste sein sollen. Was kann ich tun? Ich hätte man gleich auf euch ansetzen sollen. Aber jetzt werde ich es allen beweisen. Los, spuck es aus. Wird noch viel größer und mächtiger werden. Was? So, Zeitstopp gilt nur für Immoen übrigens.